ein Kaffee und eine Waffel. Ralf Brinkhaus ist nicht zum ersten Mal auf dem Hof Niemann zu Gast. Im letzten Jahr bist du auch da gewesen. Das war noch die Bewerbungsphase um den Fraktionsvorsitz. Genau. Und ich darf verraten, dass damals gar nicht so ganz klar war, wie geht die Wahl aus. Wir haben uns noch ein bisschen unterhalten uns danach und ja, es war etwas fraglich. Und umso mehr freuen wir uns darüber, lieber Ralf, dass es im letzten Jahr, ist ja schon fast verjährt, aber man darf sich trotzdem noch darüber freuen, dann auch geklappt hat. Und dass du trotz der vielen Verpflichtungen, die hinzugekommen sind, du immer wieder bereit bist, zu uns in den Kreis Herford und vor allem auch in die Stadt Herford zu kommen. Nochmal herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du hier bist und du hast das Wort, um uns aus Berlin zu berichten. Ja. Ja, lieber Tim, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es ist toll, dass wir hier wieder auf dem Hof sein können. Wie gesagt, wir waren letztes Jahr auch da. Es ist schön, dass Sie alle gekommen sind an diesem herrlichen Spätsommernachmittag. Und jetzt hat der Tim zu mir gesagt, Ralf, du könntest jetzt eigentlich noch mal einen dreistündigen Grundsatzvortrag halten über die Sozial- und Wirtschaftspolitik in Ostwestfalen-Lippe unter besonderer Berücksichtigung der Stadt Herford. Aber ich denke mal, dann würde ich hier alleine stehen und dementsprechend möchte ich die Zeit nur nutzen, um ihm kurz 10, 15 Minuten etwas zu erzählen über Berlin, über Brüssel und was uns momentan so dreut. Und ich mache das ja immer ganz gerne, die mich länger kennen, die wissen das schon, indem ich da mit meinem Publikum eine Reise mache. Und ich möchte diese Reise jetzt ja gar nicht hier in Herford beginnen, sondern ich möchte die Reise einfach mal beginnen in Washington. Warum in Washington? In Washington haben wir einen Präsidenten, einen amerikanischen. Über den wird relativ wenig geredet momentan in Deutschland, auch wenn er, Sie haben das vernommen, gesagt hat, er hätte deutsche Wurzeln und würde gerne mal nach Deutschland kommen. Nein, dieser amerikanische Präsident, der wird das nächste Jahr im Wahlkampf sein. So lange ist das schon her, dass Herr Trump das erste Mal gewählt worden ist. Und er hat momentan eine Situation, wo die amerikanische Politik, das kann man glaube ich so sagen, durchaus die ein oder andere überraschende Wendung nimmt. Das ist jetzt die diplomatische Sache. Heute vor einem Jahr hätte ich das noch etwas anders ausgedrückt. Er befindet sich in einer Handelsauseinandersetzung mit China und er hat auch angekündigt, über deutsche Automobile müsste man auch reden. Er hat eine Auseinandersetzung mit dem Iran. Sie haben das mitgekriegt, dass darüber nachgedacht wurde, ob auch wir Schiffe dorthin schicken sollen. Ich erzähle Ihnen das deswegen, und ich hätte das jetzt auch gar nicht unbedingt an den amerikanischen Präsidenten festmachen müssen, sondern ich hätte auch sagen können, wir haben in Großbritannien einen neuen Premierminister, der erstmal das Parlament für mehrere Wochen jetzt einfach mal ausgesetzt hat. Also Tim, ich weiß nicht, was wir gesagt hätten, wenn die Bundeskanzlerin gesagt hätte, ihr müsst jetzt erstmal ein paar Wochen Ferien machen, ich will euch nicht sehen, weil ihr stört, ja. Wir haben eine Situation, dass wir in Italien eine neue Regierung haben und ich brauche gar nicht von Russland reden, ich brauche gar nicht von der Türkei reden und von vielen anderen Plätzen auf der Welt. Warum erzähle ich Ihnen das? Nicht, um Ihnen in irgendeiner Art und Weise Angst zu machen, das ist mir fremd, sondern ich erzähle Ihnen das deswegen, weil ich manchmal so das Gefühl habe, wenn wir über das ein oder andere Problem und die ein oder andere Herausforderung hier reden, dass wir so ein bisschen vergessen, dass wir nicht alleine auf der Welt sind. Und dass es durchaus auch die ein oder andere Herausforderung auf der Welt gibt, die mit viel Geschick auch gemeistert werden muss. Und was dazu gehört, ist, dass wir natürlich die Partei sind als Union, die immer für eine friedliche und für eine diplomatische Lösung da ist. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, dass wir, weil die Welt auch unruhiger geworden ist, damit man uns auch ernst nimmt, entsprechend auch Militär brauchen. Und deswegen ist es so, dass wir die Zusagen, die übrigens schon vor langer, langer Zeit gemacht worden sind, von Frank-Walter Steinmeier, der heute Bundespräsident ist, damals für die SPD Außenminister war, und von vielen anderen, dass wir die Zusagen, dass wir mehr Geld für Rüstung ausgeben, für Militär, für Sicherheit ausgeben, auch einhalten werden. Und ich war gestern bei der Marine in Eckernförde und habe mir angeguckt, was die so machen. Es war beeindruckend. Es ist übrigens
beeindrucken, was für tolle Soldatinnen und Soldaten wir haben, mit wie viel Stolz die auch ihrer Arbeit entsprechend nachgehen, teilweise auch unter harten Belastungen. Also so 3 Monate auf so einem Schiff, ich habe mir das mal angeguckt, also ich würde da irgendwo Platzangst kriegen. Danach waren wir noch im U-Boot, da würde ich also noch mehr Platzangst kriegen. Nein, aber dass diese Soldatinnen und Soldaten auch die entsprechende Ausrüstung brauchen. Und dafür müssen wir auch entsprechend Geld ausgeben. Es geht jetzt nicht darum, dass wir irgendwelche Kriege vom Zaun brechen, um Gottes Willen, das will niemand. Sondern was wir wollen ist, dass wir unsere Soldatinnen und Soldaten vernünftig ausstatten, dass wir ein vernünftiges Bild in der Welt abgeben können und dass wir uns vor allen Dingen auch vor neuen Herausforderungen schützen können. Sie wissen, wir haben neben der Luftwaffe, der Marine und dem Heer jetzt auch die Cyberabwehr, die dafür sorgt, dass niemand in unsere Computersysteme eindringt, die die Energieversorgung sicherstellen, die die Ampeln sicherstellen, die die Unternehmen am Laufen halten. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir das auch zum Kernpunkt unserer Politik als Union machen. Und damit bin ich bei dem Punkt, der ja auch unter Ihnen sehr, sehr stark diskutiert worden ist in den letzten Wochen. Wir haben eine neue Präsidentin der Europäischen Kommission. Ich würde mal sagen, nach Manfred Weber die zweitbeste Lösung mit Ursula von der Leyen. Seit über 50 Jahren wieder jemand aus Deutschland, eine Frau, fanden auch alle gut, bis auf die SPD. Die, die es nicht gut fanden, die haben sich dann relativ zurückgehalten, bis auf die SPD. Das fanden wir dann nicht so gut, aber da haben wir auch drüber gesprochen, dass das so nicht geht. Und dann war die Position der Verteidigungsministerin frei. Und dann haben wir uns überlegt, wer kann das denn machen? Und da habe ich bei mir in der Fraktion, du kennst sie noch, ganz hervorragende Verteidigungspolitiker, mit denen ich jetzt auch bei der Marine in Eckernförde war. Ja, aber wenn die das gemacht hätten, meine Damen und Herren, dann hätte man geschrieben, die haben ja keine Führungserfahrung. Die haben ja noch kein Ministerium, kein Bundesland oder sonst was geführt. Dann ist uns gesagt worden, denkt doch mal darüber nach, einen Soldaten zu nehmen. Ja, jetzt ist es aber so, dass Verteidigungsminister nicht nur Soldatenminister ist, sondern dass es auch darauf ankommt, zum Beispiel wie jetzt in Helsinki, bei Außen- und Verteidigungsministerkonferenzen Pakte abzuschließen, diplomatisch und politisch tätig zu sein. Das wäre auch schlecht gewesen. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn die Vorsitzende der größten Volkspartei in Deutschland nicht in der Regierung vertreten ist, was sich als Fehler dargestellt hat, da brauchen wir uns überhaupt nichts vormachen. Und wenn Sicherheitspolitik Kernkompetenz der Union ist, dann ist es auch richtig, wenn Annegret Kramp-Karrenbauer dann dazugreift und diese Position übernimmt. Und sie hat das in den letzten Wochen sehr gut gemacht. Ich habe mir berichten lassen, sie ist im Irak gewesen, im Jordanien gewesen, hat da ein sehr, sehr großes Wissen gezeigt. Sie ist nah bei den Menschen, sie ist nah bei den Soldaten und ich denke mal, man sollte ihr die Zeit geben, dass sie das Ganze auch entsprechend hinkriegt. Wenn ich jetzt, ja, da kann man mal klatschen. Danke. Meine Mitarbeiter sagen mir immer, du musst mal Pause machen und die Leute erwartungsfroh angucken, dann klatschen sie auch. Also, ich werde gleich mal eine Pause machen, werde sie erwartungsfroh mit Hundeblick anschauen und dann werden sie alle klatschen. Ja, sehr schön. Wir haben aber neben der Außenpolitik auch noch eine andere Herausforderung. Wir freuen uns, dass wir heute ein warmes Sommerwetter haben. Das ist sehr schön. Wenn Sie hier durch die Felder und Fluren von Ostwestfalen fahren, dann sehen Sie aber auch, dass es sehr, sehr trocken ist. Das könnten hier die Vertreterinnen und Vertreter der Landwirtschaft bestätigen. Ich glaube, Mais ist gar nicht gut. Und bei den anderen Sachen müssen wir auch schauen. Und ich glaube, die allermeisten, die hier sind, sind sich einig, dass wir einen Klimawandel haben, der zumindest vom Menschen beschleunigt worden ist. Klimawandel hatten wir immer, das ist überhaupt keine Frage. Irgendwo in Schleswig-Holstein, wo ich gestern war, war glaube ich vor 20.000 Jahren noch Eiszeit. Das ist erdgeschichtlich nicht so ganz schnell, aber so schnell die Veränderung, das hatten wir erkennbar noch nicht. Und deswegen hat sich Deutschland Ziele gesetzt, wie man klimaschädliche Gase, nämlich CO2, reduziert. Und jetzt wird mir immer gesagt, wenn ich sage, wir müssen diese Ziele erreichen, du läufst den Grünen hinterher. Willst du denn jetzt grüner werden als grün? Naja, da können wir uns mal fragen, wer hat sich denn diese CO2-Ziele für 2020, 2030, 2040, 2050 gesetzt? Waren das die Grünen? Oder war das vielleicht die Union mit Angela Merkel? Der Pariser Klimakompromiss, die Grundlage für das internationale Handeln, da war führend damals noch mit Barack Obama Angela Merkel. Meine Damen und Herren, wir haben uns viele, viele Nachhaltigkeitsziele gesetzt. Zum Beispiel, dass wir einen vernünftigen Haushalt haben.
Das haben wir hingekriegt. Dass wir den Anteil der erneuerbaren Energien steigern. Das haben wir hingekriegt. Aber wir haben ein Nachhaltigkeitsziel nicht erreicht, nämlich dass wir im Jahr 2020 die CO2-Belastung um einen bestimmten Betrag dann auch senken werden, das Ganze 2030, 40, 50 dann fortsetzen. Und wenn wir so weitermachen, werden wir auch die zukünftigen Ziele nicht erreichen. Und deswegen sage ich, das ist nicht grüner als grün, sondern das ist schlichtweg konservativ, dass man versucht, Versprechen, die man einmal gegeben hat, Ziele, die man sich einmal selbst gesetzt hat, auch einzuhalten. Und genau das machen wir jetzt. Das heißt, das hatten wir auch übrigens schon vor Fridays for Future auf dem Plan stehen. Das heißt, wir hatten schon Anfang des Jahres vereinbart, dass wir im Herbst das große Klimapaket liefern werden. Und jetzt kann man natürlich fragen, wie macht man das am besten und warum ist das eigentlich eine Sache, die die Union am besten kann? Ich könnte ja sagen, eigentlich, ich habe das gerade versucht zu widerlegen, aber eigentlich hat das Copyright auf so eine Geschichte, das haben die Grünen und die könnten das doch eigentlich besser. Naja, ich war vor der Sommerpause auch unterwegs, war auch schön, fast so schön wie hier, in Bayern in einem Bierzelt. Jetzt muss ich Ihnen eins sagen, das war meine erste Bierzeltrede, die ich in Bayern gehalten habe. So, und da standen da nicht solche Reagenzgläser mit Wasser auf dem Tisch, sondern da standen so nach unseren Maßstäben Bohleschalen mit Bier auf dem Tisch. Und also das ist hier der Wunsch, der Tim, ich sehe das schon, dass das hier nächstes Jahr auch ist. Und da hatten die Leute nicht so eine lecker kleine Bratwurst, sondern Fleischberge, ich glaube Haxe nennt man das auf dem Tisch. Und wenn Sie da so zwischen den Haxenbergen und dem Bier irgendwie gehört werden wollen, dann müssen Sie schon ziemlich draufhauen, weil sonst hört Ihnen keiner zu. Eine Blaskapelle gibt es da auch noch, also seitdem habe ich großen Respekt vor den bayerischen Kolleginnen und Kollegen, die Bierzelt können. Aber das wollte ich Ihnen gar nicht erzählen, sondern ich wollte Ihnen erzählen, dass da Leute zu mir gekommen sind, das war so am Fuße des Bayerischen Waldes. Die haben zu mir gesagt, naja, wir hatten früher im Bayerischen Wald eine Winterarbeitslosigkeit, im Sommer hatten die Arbeit, von über 45% in Bayern. Und dann hat BMW in Dingolfingen ein Werk gebaut. Und dann haben die da angefangen zu arbeiten. Und die hatten teilweise einen Weg, 80, 90, 100 Kilometer zur Arbeit. Weil es da sonst nicht gab. Fahren die auch teilweise mit Bussen, die BMW organisiert, aber auch viele fahren selber. Und die haben mich dann gefragt, naja, wenn ihr jetzt diese Klimawende organisiert und Benzin viel, viel teurer wird, lohnt es sich denn für mich dann noch irgendwo zur Arbeit zu fahren? Was wird denn dann aus mir werden? Und ich glaube, solche Fragen muss man ernst nehmen. Oder ich war in Ostdeutschland, in Sachsen jetzt sehr viel unterwegs und in Brandenburg, wo wir aus dem Braunkohleabbau und der Braunkohleverfeuerung aussteigen. Und da haben mich am letzten Sonntagnachmittag in Dresden 100 Vertreter der IG Bergbau Chemie und Energie angeschaut und gefragt, was wird denn aus uns? Und so kann man das Ganze weiterspinnen. Und deswegen bin ich der Meinung, wenn wir diesen Klimawandel bekämpfen und auch konsequent bekämpfen, ohne von den Zielen abzurücken, dann ist es wichtig, dass wir das mit den Menschen machen und nicht gegen die Menschen. Und dass wir auch die Menschen, die zum Beispiel im ländlichen Raum wohnen, mitnehmen und nicht sagen, Mobilität geht nicht mehr. Und dafür muss man die Sache vernünftig und abgewogen machen. Und für vernünftig und abgewogen sind wir als Union eigentlich die Experten. Und jetzt komme ich zur Schlussrunde, sonst wären es doch 3 Stunden. Ja, wenn ich erstmal im Fahrt bin. Und jetzt komme ich zu dem mit dem vernünftigen Machen. Wir werden jetzt Landtagswahlen haben am Sonntag in Sachsen und Brandenburg. Das sieht zumindest in Sachsen auch gar nicht so schlecht aus. Der Trend geht ja in Richtung von Michael Kretschmer, der da wirklich einen wunderbaren Job macht. Aber es ist natürlich so, dass andere Parteien mehr Stimmen haben, als wir uns das wünschen. Ich drücke das jetzt mal so vorsichtig aus. Und jedes Mal, wenn wir eine Wahl haben, wo andere Parteien mehr Stimmen haben, als wir uns das wünschen, heißt es, ihr müsst mal wieder richtig Kante zeigen als CDU, sonst wird das nichts mehr. Tja, und dann frage ich mich immer, richtig Kante zeigen. Heißt das jetzt, dass wir besonders konservativ werden? Dann würden uns die Kollegen aus Freiburg sagen, aus Stuttgart, das ist aber mal ganz schlecht, weil bei uns wählen die Leute mittlerweile sehr viel Grün. Und wenn wir jetzt ganz besonders konservativ werden, ganz weit nach rechts rücken, dann haben wir keine Gesprächsebene mehr mit denen. Sollen wir jetzt besonders urban, modern,
ökologisch werden. Dann werden mir die Leute in Sachsen sagen, aber Herr Brinkhaus, das passt auch nicht irgendwie so ganz zu uns. Und das ist eine Geschichte auch schwierig. Sollen wir jetzt irgendwie besonders christlich-sozial werden, weil wir diese Wurzel auch haben? Dann werden einige Leute sagen, ja, sozial ist wichtig, aber ich bin in der Mittelstandsvereinigung und mir ist wichtig, dass mittelständische Unternehmen gut arbeiten können. Und jetzt sehen Sie irgendwo, dass wir eine große Familie sind in der Union. Und dass Sie, die hier sind, auch alle mal irgendwo schauen können, ob Sie mehr auf der konservativen, auf der wirtschaftsliberalen, auf der christlich-sozialen Seite sind, ob Sie ein urbaner Hipster sind, gibt es ja vielleicht in Herford auch, oder ob Sie dann mehr wie ich ein Landei sind. Und wenn Sie sich das überlegen und mal Ihre Nachbarn angucken, dann werden Sie sehen, hier sind ganz viele unterschiedliche Leute. Und das ist das, warum ich in der CDU bin. Weil hier ganz viele unterschiedliche Leute sind, weil wir eine große Breite haben, weil wir aber alle wissen, dass wir ein gemeinsames Wertefundament haben, basierend auf den christlichen Werten. Das bringt uns zusammen, das ist der Gesprächsfaden, den wir auch bei aller Unterschiedlichkeit heute Nachmittag haben. Und deswegen sage ich, meine Damen und Herren, genau das müssen wir uns erhalten. Und deswegen, wenn irgendjemand sagt, wir müssen jetzt anfangen, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten zu rücken, wir müssen polarisieren, dann ist das nicht mein Fall. Und ganz ehrlich, wenn Sie sich die Medien anschauen, Anwesende ausgenommen, wenn Sie sich anschauen, wie die Diskussionen in den sozialen Medien sind, Leute, die polarisieren, die zuspitzen, die der Wut das Wort reden, die die Menschen noch viel zorniger machen, die die Menschen auseinanderbringen, die gibt es genug in diesem Land. Und unser Markenkern, meine Damen und Herren, ist, dass wir genau sowas nicht machen, dass wir sagen, warum wir gut sind und nicht, warum die anderen schlecht sind und dass wir respektvoll mit den anderen umgehen und dass wir das Land zusammenhalten, weil wir eben die Union sind. Und Union bedeutet, das Land zusammenzuhalten. Da machen wir auch an der einen oder anderen Stelle einen Kompromiss. Das ist nicht immer angenehm. Aber ehrlich gesagt, die meisten von Ihnen leben in einer Ehe und einer Beziehung. Keine Gruppe, die größer ist als eine Person, also keine Gruppe von zwei Personen und aufwärts, kann ohne Kompromiss auskommen. Denken Sie mal Ihr Eheleben nach. Und genauso ist das manchmal in der Politik. Aber wenn man eine gemeinsame Wertebasis hat, dann funktioniert das ganz hervorragend. Und in dem Sinne bedanke ich mich, dass hier heute so viele Leute hingekommen sind. Das Mikrofon gibt mir jetzt auch das Zeichen, dass ich aufhöre. Das tue ich auch. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, lieber Ralf Brinkhaus. Du hast einiges zu den Themen der Zeit gesagt. Ich möchte vielleicht noch ergänzen zum Thema Große Koalition. Da wird ja häufig drüber geschimpft. Es gibt aktuell eine Studie der Bertelsmann Stiftung, wonach die Große Koalition bereits jetzt, es ist noch nicht mal die Hälfte der Wahlperiode erreicht, 61% dessen umgesetzt hat, was im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Das ist deutlich mehr als in der letzten Legislaturperiode. Da war ich auch noch dabei, also das ist dadurch zu erklären vielleicht, dass das nicht geklappt hat. Da war es nämlich nur 49% zu diesem Zeitpunkt. Also es passiert so einiges. Und ich hoffe, das kriegen wir der SPD auch noch vermittelt, dass die Große Koalition doch gar nicht so schlecht ist, wie man manchmal so annimmt. Meine Damen und Herren, der liebe Ralf Brinkhaus wird sicherlich noch ein bisschen bei uns bleiben, bevor er weiter muss zum nächsten Termin. Und mit dem einen oder anderen urbanen Hipster oder dem einen oder anderen Landei, das hier heute da ist, noch ein Gespräch führen können. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist, lieber Ralf, und Ihnen allen noch viel Vergnügen heute Nachmittag.